Prismania City, die Stadt der Regenbogenträume. Ja, willkommen zurück, liebe Leute, bei Pokémon Let's Go Evoli. Schwer verletzt haben wir in der letzten Folge Prismania City erreicht. Ich sag euch, die Trainer auf Route 7, die haben es ordentlich in sich. Junge, Junge. Und nun erkunden wir die pompöseste Stadt Kantos. Für mich eigentlich auch die größte und wichtigste, aber offiziell ist dies Saffronia City nebenan. Allerdings hier in Prismania stehen meiner Meinung nach die wichtigsten Gebäude. Und ja, hier geht generell ziemlich viel ab. Das werden wir aber gleich sehen. Und wir beginnen mit diesem riesigen Gebäude, welches wir durch den Hintereingang betreten. Das ist eigentlich ein Secret, aber wenn man ehrlich ist, jetzt auch nicht so schwer zu finden. Da kommt man schon drauf. Und hier oben gab es immer irgendwas Besonderes. Da drüben ist sogar auch noch eine Tür mit einem Item. Aber wir schauen jetzt erst einmal hier hinein, in diese Kammer. Und da haben wir diesen Dude. Und dieses Item. Die TM44 Knuddler. Na, das hat sich doch mal gelohnt, oder? Eine Fee-Attacke. Von einem der starken Trainer aus der letzten Folge haben wir auch Fassade bekommen. Da muss ich mal gucken, wem ich das beibringen könnte. Eine fiese Attacke, also zumindest wenn man selbst ein Statusproblem hat, dann greift man mit doppelter Stärke an. Das ist dann bei 140 natürlich schon echt brutal. Auch Knuddler ist stark. Stärke 90, Genauigkeit 90. Der Anwender knuddelt das Ziel und greift es an. Gelegentlich sinkt dabei auch dessen Angriffswert. Kann aber im aktuellen Team niemand lernen. Naja, vielleicht ein andermal. Wir wechseln ja immer wieder durch mit den Pokémon. Sind nie dieselben. Also, wird schon passen. Und was ist das jetzt hier? Abendschule, oder? Es steht zwar auch draußen auf dem Schild, aber es gibt nichts, was ich nicht weiß. Ich weiß zum Beispiel, dass in jeder Nintendo Switch-Konsole eine eigene kleine Welt existiert. Also los. Verbinde dich mit deinen Freunden und tausche mit ihnen Pokémon, was das Zeug hält. Okay. Bisschen lame, was der einem hier sagt, denn eigentlich erzählt er einem eine Gruselgeschichte in den Originalen. Oder zumindest in den Remakes. Zwischen den Seiten liegt ein Infoblatt über TMs. Insgesamt gibt es 60 TMs, Sylph Company. Aha, 60 gibt's also in Let's Go, okay. Auf der Tafel stehen Informationen zu den Kommunikationsfunktionen. Willst du sie lesen? Oh nee, du. Das brauchst jetzt auch wieder nicht. Die Info mit den TMs ist zwar nützlich und die TM-Knuddler, die wir gefunden haben, auch. Aber der NPC war ein bisschen belanglos. Das finde ich etwas schade. Naja. Kann man nichts machen. Prismania City hat auf jeden Fall noch jede Menge zu bieten. Ich versuche nur chronologisch vorzugehen, damit wir nichts verpassen. Und währenddessen gewähre ich dem Smetbo etwas Freilauf oder eher Freiflug. Ich glaube nämlich, ich habe euch das Smetbo noch gar nicht gezeigt, obwohl ich es schon vor Ewigkeiten angekündigt habe. Bibor haben wir schon rumfliegen lassen, aber Smetbo nicht. Es geht so nicht. Der fühlt sich total vernachlässigt und das, obwohl ich Smetbo viel cooler finde. Oh, es ist aber auch so cute, oder? Hört euch mal die Stimme an. Du sollst was sagen. Jetzt. Oh, das ist so cute. Kann vielleicht nicht jeder nachvollziehen, aber ich sehe es so. Hey, latsch nicht dauernd vor mir rum, oder willst du dich mit Team Rocket anlegen? Nein, will ich nicht, aber warum könnt ihr hier einfach so herumlaufen? Polizei? Keiner da, oder wie? Hä? Sehr weird. Die Pokéflöte erzeugt einen besonderen Ton, den Menschen nicht hören können. Deshalb kann man mit ihr auch schlafende Pokémon aufwecken. Der Ton schreckt sie auf. Der Ton also, ja? Sind das die hohen Frequenzen aus der Lavandiermucke? Hey, warte mal, noch so ein Zirkusdompteur? Gibt es eine neue Attacke für Evoli? Oho, du siehst aus, als hättest du gerade ein ganz fantastisches Abenteuer hinter dir. Nein, ich bin noch mittendrin. Das inspiriert mich. Ja, ich sehe sie vor mir. Die bombastischen neuen Attacken, die ich deinem Partner jetzt beibringen kann. Soll ich deinem Evoli eine weitere mega overpowered Attacke beibringen?
Ja, vielleicht. Zeig mal, was du so kannst. Pulsieraura, was ist das denn? Also die Attacken kennt man, glaube ich, noch gar nicht. Erstmal gucken. Klingt nach Psycho. Ja, ist auch so. Stärke 90, Genauigkeit 100. Evoli greift das Ziel gnadenlos mit telekinetischer Energie an. Dabei wird eine geheimnisvolle Wand erzeugt, die Spezialattacken des Ziels abschwächt. So verkehrt ist das eigentlich gar nicht. Also wir können die Attacken ja auch immer wieder wechseln, wenn ich das richtig verstehe. Naja, gucken wir uns erstmal die Quälzone an. Ist das eine Attacke vom Typ Geist oder Unlicht? Unlicht. Stärke 90, Genauigkeit 100. Evoli zeigt sich von seiner dunklen Seite und greift an. Dabei wird eine geheimnisvolle Wand erzeugt, die physische Attacken des Ziels abschwächt. Okay, also es wird auch gleichzeitig so ein bisschen Support gegeben. Weil der Gegner Schwäche einbüßt. Aber ich weiß nicht, ob wir... Ich denke, ich werde die Unlichtattacke mitnehmen, weil wir haben ja schon ein Kadabra, was ich auch effektiv nutzen möchte. Aber Unlichtattacken sind noch nicht so präsent in unserem Team. Weshalb ich mich dazu entscheide, Blubsauger rauszunehmen. Für den Moment. Wir können mit Sicherheit auch immer wieder wechseln. Aber klar, das ist auch erst angenehmer, wenn wir fliegen können. Das wird noch ein bisschen dauern. Es ist wichtig, einen guten Draht zu seinen Pokémon zu haben. Achte darauf, dass ihr stets fantastisch miteinander auskommt. Ja. Ich bin aus Alola hergekommen, um so viele der hier in Kanto heimischen Vulpix zu sammeln wie möglich. Du hast nicht zufällig eins? Falls ja, würdest du es denn dann bitte gegen meinen Vulpix tauschen? Das würde ich richtig gerne tun. Ich liebe Alola Vulpix. Vor allem, wir könnten das auch direkt weiterentwickeln. Einen Feuerstein haben wir schon. Sagte ich, ich liebe Alola Vulpix? Ja gut, ist nicht falsch, aber ich meinte eigentlich Alola Vulnona. Die Weiterentwicklung finde ich so verdammt hübsch. Ja, aber das Vulpix ist auch total cute. Weißt du was, ich gebe ihm sogar gleich mal den Feuerstein. Danke für den Tausch. Im Unterschied zu ihren Artgenossen aus Kanto gehören Vulpix in ihrer Alola-Form übrigens dem Typ Eis an. Nicht nur das. Typ Eisfee. Oder ist das erst mit der Weiterentwicklung der Fall? Naja, werden wir gleich sehen. Ich werde den Feuerstein verwenden. Warte, wir haben einen Blattstein? Seit wann? Hä, wo habe ich den denn gefunden? LOL. Den können wir dann bei Ultrigaria benutzen. Was? Warum steht er beim Evoli okay? Ah, okay. Es könnte sich theoretisch mit einem Feuerstein zu Flamara weiterentwickeln, aber es möchte nicht. Was ziemlich unfair ist, denn unser Gegner, Sigi, unser Rivale, der durfte sein Pikachu weiterentwickeln, aber wir nicht. Ist klar. Warte mal, holen wir mal kurz das Vulpix raus, damit wir es rumlaufen sehen. Und dann werde ich es gleich entwickeln. Oh, Schnucki. Siehst du die Frau dort hinten in der Ecke? Die mit dem Abra im Schlepptau? Viele Leute munkeln, dass sie eine unglaublich talentierte Wahrsagerin sein soll. Gut. Ach stimmt, da war ja noch jemand. Madame Prismania, grüß dich, junge Dame. Ich bin diejenige, welche dir einen Blick auf zukünftige Begegnungen gewähren kann. Welches Wesen werden diejenigen besitzen, mit denen das Schicksal dich zusammenführt? Für exakt 10.000 Pokédollar kann ich deine Zukunft sehen und es dir verraten. Hast du Interesse? Was ist das denn für eine Verarsche? Worum geht's denn hier? Aber ich probier's aus. Gut, sehr gut. Dann lass mich dir einige Fragen stellen. Vor dir siehst du 5 verschiedenfarbige Blumen. Welche dieser Blumen würdest du gießen? Die rote?
So, so. Wenn du eine der Blumen stutzen müsstest, für welche würdest du dich entscheiden? Die grüne? Ich verstehe. Dann lass uns jetzt gemeinsam einen Blick in deine Zukunft werfen. Hokus pokus fidibus, mit der Ungewissheit ist jetzt Schluss. Leg dich falsch, fress ich einen Besen. Du triffst heute Pokémon mit diesem Wesen. What? Ja, ich sehe es ganz deutlich vor mir. Heute führt dich das Schicksal vor allem mit Vertretern des folgenden Wesens zusammen. Frech. Es war mir eine Freude, Geschäfte mit dir zu machen. Ich hoffe, das Schicksal wird gut zu dir sein. Man kann damit das Wesen der wilden Pokémon beeinflussen? Das finde ich irgendwie cool. Oder? Was sagt ihr dazu? Sowas gab es auf jeden Fall auch noch nie. Und ich find's gut, weil wenn du ein bestimmtes Pokémon in dein Team nehmen wolltest und du ja schon auch ein bisschen drauf geguckt hast, was es halt drauf hat und so, oder es womöglich auch später für Competitive-Kämpfe benutzen wolltest, dann warst du auf ein gutes Wesen angewiesen. Und das kann dann mitunter schon mal dauern, bis du das richtige Pokémon mit guten Stats und dem richtigen Wesen findest. Und ich bin ein kleiner Vollidiot. Nur ein normales Vulpix entwickelt sich mit einem Feuerstein. Alola Vulpix braucht Eisstein, fällt mir gerade ein. Mann, bin ich dumm. Aber warte mal, es gibt hier ein riesiges Einkaufszentrum. Ich glaube, wir könnten dort fündig werden. Schauen wir mal. Tipps für Trainer. Megablock schützt im Kampf alle Pokémon im Team vor dem Senken ihrer Statuswerte. Dieses Item ist im Prismaner Einkaufscenter erhältlich. Also normalerweise müssten die da auch Evolutionssteine haben. Wir gucken mal. Quappu ist mein bester Freund. Es hat sich aus seinem Quappuzzi entwickelt, als ich einen Wasserstein auf es angewendet habe. Ich finde, der Ruf passt überhaupt nicht zu Quappu. Und was macht Roku da? Oh, hallo. Was für ein Zufall. Was ich hier mache, fragst du? Ich bin gerade auf dem Rückweg von der Arena von Prismaner City. Ja, genau. Als Arenaleiter lege ich nämlich großen Wert darauf, mich mit meinen Kollegen auszutauschen, weißt du? Alles klar, Rocco, du hast wohl Erika flachgelegt. Gönn ich dir? Nicht. Ja, so bin ich eben. Ein Profi, durch und durch. Alles klar. Leider sehen das meine Kollegen nicht alle so. Diesmal bin ich zumindest eiskalt abgeblitzt. Ach, wirklich? Ja, diese Marmoria-Kricker waren als Mitbringsel gedacht. Hier kannst du sie haben. Dann bist du ja doch nicht so ein Profi, wie du tust. Wenn ich Marmoria-Kricker knabbere, kriege ich immer einen ganz trockenen Hals. Trink daher am besten ein schönes Tässchen Tee dazu. Ach, den Tee kriegen wir auch schon. Oh, verflixt. Ich wollte doch eine Tasse für den Wachmann aufheben. Er sah so lustig aus. Naja, das lässt sich nicht ändern. Jedenfalls scheinst du auf deiner Reise schon ein paar Arenen abgeklappert zu haben. Das lobe ich mir. Immer weiter so. Also er taucht im Prinzip auch nur auf, um sicherzustellen, dass jeder den Tee bekommt. Prismania Apartments. Das ist das Gebäude, wo wir gerade den Hintereingang benutzt haben. Jetzt treten wir mal legal vorne ein und gucken uns um. Von seinen geliebten Pokémon umgeben zu sein und in aller Ruhe ein Tässchen Tee zu trinken, das sind die Momente im Leben, die wirklich zählen. Ich glaube, von ihr hat Rocco auch den Tee. Und Feuerrot und Blattgrün musste man auch mit irgendeinem NPC hier in diesem Gebäude sprechen, um den Tee zu bekommen. Aber in Let's Go hat man es natürlich nochmal ein bisschen vereinfacht, klar. Ich halte hier gerade ein Meeting mit einem vielversprechenden Kunden ab. Willst du mitmachen? Was? Wie unprofessionell! Die haben da ein heftiges Businessgespräch, wo es wahrscheinlich um Millionen geht. Dann kommt ein Kind vorbei und der Typ fragt einfach, hey, willst du mitmachen bei unseren Erwachsenengesprächen? Was zur Hölle? Eine Firma, in der man nicht jeden Tag im Anzug antanzen muss. Das macht mich ganz schön neidisch. Du, das wäre auch nichts für mich.
Bin ich froh, dass ich das nicht brauche. Ich hab noch nicht mal einen. Ohne Spaß. Das förmlichste, was ich daheim hab, sind Hemden. Mehr brauche ich nicht. Ich bin der Grafiker. Ich war es, der das Design für dich entworfen hat. Danke, du hast größtenteils gute Arbeit gemacht. Ja, richtig, Leute. Wir sind hier im Büro von Game Freak. So arbeiten sie also. Natürlich haben sie alle brav eine Nintendo Switch am Arbeitsplatz. Schön, dich zu sehen, Pokémon-Trainer. Du weißt zwar wahrscheinlich noch nicht, was ich damit meine, aber bitte schau nochmal bei mir vorbei, wenn du einen Titel ergattert hast. Ah ja, so, so. Ich? Oh, ich bin der Programmierer. Der manchmal Scheiße baut. Ich bin der Projektleiter. Dir scheint dieses Spiel ja eine Menge Spaß zu machen, das freut mich. Viel Erfolg mit deinem Pokédex. Sag Bescheid, wenn du ihn vervollständigt hast. Ja, Leute, wenn ihr einen vollen Pokédex habt, dann müsst ihr unbedingt mal hier vorbeischneiden. Und ist das da drüben gerade ernsthaft das Originalposter von Rot und Blau? Wie geil! Moment, Rot und Grün. Die japanischen Editionen, nicht Rot und Blau. Trottel. Aber da drüben sind noch andere Editionen. Gelb und Blau und Rot und Grün. Jo, also zweimal dasselbe und dann noch Blau und Gelb. Ich glaube, ich habe gerade mehrfach die Farben verwechselt, aber ihr seid ja selber hoffentlich nicht farbenblind und wisst Bescheid. Aber das Easter Egg finde ich klasse. Die Geschichte stammt von mir. Ist Erika nicht süß? Aber Misty mag ich auch gerne. Und nicht zu vergessen, Sabrina. Da würde ich ganz vorsichtig sein mit solchen Äußerungen, du. Sonst gibt's wieder irgendeinen Twitter-Rant von Typen mit Let's Play im Namen. Die sehen das nämlich nicht ganz so offen. Naja. Danke für die Bonbons. Und dann sind wir hier auch schon durch. Ich dachte eigentlich, das wäre größer, das Gebäude. Aber nö. Na gut, umso besser. La 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 la, ich mag die Musik. Die ist chillig. Wobei mein Lieblingstrack ist bisher, glaube ich, der in Azuria City spielt. Boah, das ist geil. Ich liebe es so sehr. Oh, hast du was gefunden? Vulpix betrachtet überglücklich die Blumen, die sich im Wind wiegen. Oh, schön. Deswegen sind wir stehen geblieben, oder was? Tja, darüber kommen wir erst, wenn wir Surfer können. Mist. Aber was macht der alte Mann da auch so alleine? Ah, Mist. Ich habe im Gamer-Paradies schon wieder verloren. Die Highscores dort kann man wohl nur knacken, wenn man sich richtig ins Zeug legt. Das ist also das Team Rocket Gamer-Paradies, von dem man schon berichtet wurde? Ich muss sagen, das sieht eigentlich ganz cool aus. Rocket Gamer Paradies, Spiel und Spaß für Kinder und Erwachsene. Warum sie das Ding jetzt nicht einfach wie sonst auch Spielhalle nennen, weiß ich nicht. Oder wurde die Spielhalle wieder zensiert? Naja, gucken wir gleich. Tipps für Trainer. Mit X-Treffer erhöhst du die Genauigkeit von Attacken und mit Angriff Plus erhöhst du die Volltrefferquote deines Pokémon. Diese Items sind im Prismania Einkaufscenter erhältlich. Ja, da werden wir gleich hingehen. Das ist, glaube ich, der Weg zur Arena. Also das lassen wir erstmal sein. Ja, es ist eine sehr, sehr große Stadt, Freunde. Wobei, nee, der Weg zur Arena war, glaube ich, hier unten irgendwo. Naja. Die Gegend um das Gamer-Paradies ist zwar ein bisschen unheimlich, im Großen und Ganzen sind wir aber sehr stolz auf unsere schöne Stadt. Das könnte ja auch sein. Die ist echt hübsch. Schon gut, schon gut. Na komm, wir gehen etwas essen. Oma, ich hab Kohldampf. Macht mich nicht hungrig hier. Ey, wo starrst du mich so an? Hau ab oder setz was. Yo, sehr freundlich. Aber kein Wunder, der Typ ist ja wieder mal ein Team Rocket-Mitglied, was auf offener Straße rumlaufen darf. Unfassbar. Das ist das Restaurant hier. Mmh, lecker. Jetzt krieg ich aber wirklich Hunger, du. Was ist denn sie hier? Schwer zu definieren. Aber er ist Gulasch. Lecker. Hey, wusstest du, dass es unter dem Gamer-Paradies noch weitere Räume gibt? Hab ich gehört. So, so.
Meine Pokémon sind ziemlich schwach, deshalb muss ich im Einkaufscenter immer Medizin für sie kaufen. Stell dich halt nicht so doof an, wie wär's damit? Ich habe zu viel im Gamerparadies gespielt und jetzt zittern meine Hände. Aber ich kann die Finger nicht davon lassen. Dieses Spiel macht einfach zu viel Spaß. Die Sonne lacht. Oh, moin. Ich bin scharf. Auf scharfes Curry. Ah, Curry finde ich auch geil, aber es darf nicht zu scharf sein. Nur leicht scharf. Hey, ein unbekanntes Gesicht. Die meisten meiner Kunden sind Stammgäste. Da tut etwas Abwechslung gut, weißt du? Ja, dann biet mir doch was an. Spaghetti Bolognese oder so. Aber weißt du was? Ich muss los. Wir haben viel zu tun. Aber dieses Relaxo auf der Fußmatte fand ich witzig. Schönes Detail. Dieses Spiel, bei dem man mit Pokémon durch die Luft sausen kann, ist der absolute Kassenschlager. Die Scheinchen fliegen nur so zum Fenster rein und ich könnte vor Freude in die Luft gehen. Der Typ ist mir nicht ganz geheuer. Ist wohl der Besitzer der Spielhalle. Und arbeitet mit Team Rocket zusammen. Wenn man ein Pokémon als Preis anbieten würde, könnte man bestimmt mehr Leute in das Gamerparadies locken. Hm, was? Hast du mich belauscht? Vergiss bitte ganz schnell, was ich gesagt habe. Also in den Originaleditionen haben sie Pokémon angeboten. Finger weg von dem Poster im Gamerparadies. Dahinter ist kein versteckter Schalter oder so, okay? Okay. Versteckter Schalter also, ja? Wie gut, dass die Team Rocket-Mitglieder alle dumm wie Stroh sind und alles ausplaudern. Moment mal. Hier kommt man einfach so durch? Man braucht gar nicht Spaltschnitt? Löll. Wir haben eine chillige Abkürzung genommen und 5 Himbeeren gefunden. Yay! Sehr gut, weil die gingen mir ja langsam aus, ne? Nachschub kann nicht schaden. Ah, das Hotel. Das war immer total sinnlos in Feuerrot, Blutgrün oder generell in allen Editionen von Kanto. Oh, aber diese Bilder, gebt euch die mal. Krass, das würde ich mir auch aufhängen ins Büro. Yay, wir sind im Urlaub. Meine Schwester ist die allerbeste. Warum hat sie gezahlt oder was? Ich mache hier mit meinem kleinen Bruder und meinem Freund Urlaub. Brisbane City ist so eine schöne Stadt. Oh, sehr sozial. Warum nur? Wir wollten doch eigentlich zu zweit verreisen. Nur meine Freundin und ich. Oh, I feel you. Also ich finde es zwar gut, dass sie beide mitnimmt, aber ich kann ihn trotzdem verstehen. Was? Pokémon? Dieses Gasthaus ist nur für Menschen gedacht. Die Pokémon, die scheißen mir überall in die Ecken. Das geht nicht. Ja. Aber wir leben doch in der Welt der Pokémon. Ja und? Deswegen muss ja nicht jeder diese Viecher haben. Geh weg. Ja gut. Dann nicht. Blöde Kuh. Gleich mal eine 1-Stern-Bewertung auf TripAdvisor raushauen. Geht ja mal gar nicht, ey. Hallo. Ich verkaufe einige meiner handgemachten Pokémon-Accessoires oben im 5. Stock des Einkaufscenters. Schau ruhig mal vorbei. Noch so ein Brunnen, aber das Spiel zwingt mich jetzt nicht ernsthaft nochmal 500 Pokédollar zu verbrennen, oder? Oder eher zu versenken. Vulpix freut sich über den Anblick des Springbrunnens. Nee, kann ich gar nicht. Aber in Azuria schon. Mein Smogon ist der beste Partner, den man sich vorstellen kann. Wenn es wütend wird, spuckt es giftiges Gas aus, aber ansonsten ist es total lieb. Bist du dir sicher, dass das auf Dauer gesund ist? Ich meine, guck doch mal. Aber jeder wie er will. Ich will dir mal nicht reinreden. Und das ist es, das Prismania City Einkaufszentrum. Mal gucken, was man hier alles Schönes bekommen kann. Herzlich willkommen im Einkaufscenter von Prismania. Auf dem Schild hinten an der Wand findest du eine Übersicht zu den einzelnen Stockwerken. Ich schaue mir eh alles an. Ich habe eigentlich keine Einkäufe zu erledigen, aber ich treffe hier immer meine Freunde. Bietet sich bei so einem beliebten Ort ja auch an. Aber das 4. Obergeschoss ist so weit oben. Wollen wir nicht einfach wieder gehen? Da ist auch ein Aufzug, du Trottel. Du kaufst mir
bitte ein paar Accessoires für mein Pokémon. Ach so, verstehe. Er stellt sich blöd, weil er kein Geld ausgeben will für die Freundin. Ja, so ist das halt, ne? Frauen kosten Geld, mein Lieber. So ist das halt, ne? In einem Einkaufscenter eine Sitzgelegenheit zu finden, ist manchmal das Beste auf der Welt. Wenn du in mein Alter kommst, wirst du verstehen, was ich meine. Du bist doch auch erst, was weiß ich, 28, 30 maximal. Hier ist übrigens ein Bild von Erika, der Arenaleiterin. Exklusives Interview mit der Arenaleiterin von Prismana City. Herausforderer bezwinge ich auch im Schlaf. Meinst du, ja? Wir werden sehen. Okay, erster Stock. Was haben wir hier? Hast du schon mal die Stahlattacke Eisenschweif eingesetzt? Bei Pokémon vom Typ Fee, Gestein oder Eis soll sie ganz besonders einschlagen. Ja, generell Stahlattacken halt. Aber Eisenschweif empfiehlt sich nicht wirklich, weil es sau ungenau ist. Mit etwas Glück verpasst die Attacke Triplette dem Ziel ein Statusproblem. Das Gefühl, wenn es klappt, ist einfach unbeschreiblich. Stimmt, ich mag die Attacke auch. Kann halt nur fast kein Pokémon. Wow, hier gibt's jede Menge starke und nützliche TMs. Ich will nie wieder weg. Ach ja? Na dann. Schmeißt mal rüber. Ne, warte mal. Das ist der normale Laden. Mit dem 0815-Stuff. Und du hast TMs. Drachenrute, Kehrtwende, Eisenschweif, Kaskade, Triplette, Protzer, Spukball, Hyperstrahl. Ja, moin. Der haut ja ordentlich raus, du. Okay, wir sollten uns erstmal das Wichtigste gönnen. Kehrtwende, weil wir noch keine Fee-Attacke, keine Käfer-Attacke haben. Und ich die Attacke auch mag. Ist gut zum Zurückziehen, wenn es mal brenzlig wird. Kaskade ist eine ziemlich starke Wasserattacke. Aber Spukball hat Vorrang. Super starke Geistattacke, speziell Ballard. Und ja, Kaskade müssen wir eigentlich noch mitnehmen. Ist auch ziemlich wichtig. Super starke Wasserattacke. Ja, ich würde eigentlich gerne noch mehr kaufen, aber bin halt leider nicht so reich. Wie man glaubt. Deswegen. Ein andern Mal. Aber die TMs sind auf jeden Fall sehr ansprechend. Oh, da tauschen welche. Ich kann es kaum erwarten. Komm zu mir, mein kleines Alpollo. Ich bin Alpollo-Sammler, weißt du? Deshalb will ich Oh! Das Alpollo hat sich beim Tausch zu einem anderen Pokémon entwickelt. Ich glaube, genau das sagen sie im Original auch. Da ist ja Nintendo Switch-Werbung. Ja, tatsächlich, das ist ja cool. Oh, cool. Mein Kumpel tauscht sein Kangama gegen mein Alpollo. Übrigens, was... Ey, hier ist ja wirklich voll viel Switch-Werbung. Oh, und dieses, Pokémon-Minecraft-Spiel. Boah, wie heißt das? Pokécube oder wie? Wie auch immer. Kostenloser Titel, wenn ich mich nicht ganz irre, aber war nicht mein Ding, deswegen habe ich mich nicht damit beschäftigt. Pikachu und Evoli, die beiden sind wahre Pokémon-Stars. Mhm. Alle Pokémon, die du dir selber gefangen hast, haben ein und dieselbe ID-Nummer. Pokémon mit einer anderen ID-Nummer hast du also ziemlich sicher per Tausch bekommen. Ganz genau. Gibt's auch wieder so ein ID-Nummer-Gewinnspiel? Ich muss ganz dringend auf die Toilette, doch hier kommt schon wieder ein Kunde. Und der neue Kollege, der mich ablösen sollte, kommt auch noch zu spät. Ah, so hilft mir doch jemand, ich muss heftig scheißen. Reicht mir dann niemand die Hand? Oder in diesem Sinne? Du erhältst die TM rechte Hand, die kein Mensch braucht. Sie erhöht die Stärke der Attacken eines Mitstreiters. Ja, toll, aber in diesem Spiel gibt es ja keine Doppelkämpfe. Zumindest bis jetzt nicht. Also wofür? Oh. Lächerlich. Was ich vorher noch sagen wollte, ich habe mich entschieden, wann ich die Pokémon weiterentwickle, die sich nur per Tausch weiterentwickeln. Nach dem vierten Orden werde ich das tun. Es gibt Pokémon, die sich entwickeln, wenn du einen Entwicklungsstein auf sie anwendest. Ah, Evoli. Sieht so aus, als würde dein Evoli lieber so bleiben, wie es ist. Oh, Evoli. Du sollst dich entwickeln, du Depp. Naja, gut, dann halt nicht. Ah, da ist ja ein Eisstein. Gleich mal einpacken. Ja, warte, einer reicht. Dann nehmen wir uns noch einen Wasserstein mit.
Und ein Donnerstein. Sehr gut. Mein liebes Vulpix, es wird Zeit. Entwickel dich zu Alola Vulnona. Ist das nicht wunderschön? Es lebt auf Bergen, die stets von Schnee bedeckt sind und wird als Gottheit verehrt. Wenn es erscheint, ist es in einem Schneesturm gehüllt. Einfach nur majestätisch. Yeah. Angeblich existieren irgendwo auf der Welt sogenannte Megasteine, die es ziemlich in sich haben. Aber hier gibt es leider keine zu kaufen. Ja, da bin ich auch nach wie vor gespannt, wie sie die Mega-Entwicklungen einführen werden. Hey, ich suche ein Geschenk für meine Freundin. Wenn ich ihr einen Wasserstein gebe, entwickelt sie sich vielleicht. Du bist ja ein Witzbold. Ja. Auch Pikachu werde ich sehr bald weiterentwickeln. Deswegen der Donnerstein. Nur, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Diese Accessoires für Pokémon sind einfach alle so unglaublich reizend. Am liebsten würde ich sie ja selbst tragen. Ich kann mir fast nichts mehr leisten. Herzlich willkommen, womit kann ich dienen? Zeig mal. Oh, da gibt's keine Vorschau? Oh, das ist ja doof. Jetzt muss ich das einfach so kaufen, ohne zu wissen, worauf ich mich da überhaupt einlasse. Also manche Sachen regen mich schon auf in dem Spiel. Ich meine, es ist doch jetzt kein Problem, hier eine Vorschau zu machen. Ist echt so. Man muss es völlig blind kaufen. Einfach nur blöd. Ja gut, dann kaufe ich dem Evoli mal eine rote Blume. Aber wieso muss ich das jetzt einfach so kaufen, ohne zu wissen, was ich bekomme? Ich finde das nicht gut. Hier gibt es so viel Stuff, aber wir können uns das alles nicht mehr leisten. Wer als Gentleman etwas auf sich hält, achtet darauf, dass seine Pokémon anständig aussehen. Das verlangt schon Etikett. Okay. Was ist das denn überhaupt? Ein Dicta-Hut für 50 Poké-Dollar? Okay, nehme ich mit. Kann ich den selber anziehen oder wie? Schaue ich mir gleich alles an. Hier gibt es noch mehr Hüte. Sogar eine Krone. Ne, die kann man nicht kaufen. Sommerhut, süßer Hut und eleganter Hut. Ist alles zu teuer. Du hast Brillen. Alles klar. Ja, das ist das erste Mal, dass man in einem Pokémon-Spiel auch mal wenig Geld hat. Bin ich gerade ein bisschen verzweifelt, weil ich will das alles haben hier. Diese Dicta-Hüte sind schon ziemlich eigentümliche Accessoires. Aber wenn die wer tragen kann, dann ich. Du wirst schon sehen. Modemagazin, ich komme. Ha, pass mal auf. Ich zeig dir, wie das auszusehen hat. Wo ist denn das Zeug? Oder ist das... Hä? Was habe ich denn? Ist das nur für Evoli? Tatsächlich. Was zum... ja gut. Da soll sich jeder mal seine eigene Meinung drauf bilden. Aber meins ist es jetzt nicht. Das sieht einfach nur super weird aus. Was zum... Juli! Juli starrt neugierig den Getränkeautomaten an. Ah, sehr gut. Kann man sich auch in Let's Go wieder kaufen. Aber einzeln? Ernsthaft? Juli! Juli scheint vom milden Geschmack der Limonade hingerissen zu sein.
Warte. Man kann die jetzt nicht als Heil-Items kaufen, sondern die werden dazu missbraucht, um die Freundschaft zu erhöhen. Ernsthaft? Warum das denn? Eigentlich sind das Heil-Items. Ja, dann hätte man es auch nicht einbauen brauchen. Was soll das? Oh, ich hab Durst. Ich will jetzt sofort was aus dem Getränkeautomaten haben. Ich würde ja was geben, aber ich hab das Gefühl, dass dann mein Evoli das alles wieder wegsäuft. Einem Wanderer wie mir liegt es einfach im Blut, hohe Orte zu erklimmen, selbst wenn es sich dabei um ein Einkaufscenter handelt. Meine Schwester ist ein Pokémon-Trainer. Trotzdem kann sie ein unglaublicher Quälgeist sein. Das macht mich manchmal verrückt. Ja. Aber wenn sie Durst hat, dann hat sie doch recht. Kauf ihr doch bitte irgendwas, Mensch. Ich würde es ja tun, wie gesagt, aber... Ja, die Umsetzung von den Getränken finde ich ehrlich gesagt richtig kacke. Ich habe die immer super gerne genutzt, diese Getränke, als Heil-Items. Aber dann eben nicht. So, hier drüben sollte jetzt, genau wie bei Route 10, ein Relaxo im Weg liegen. Und so ist es auch. Wir kommen hier definitiv nicht weiter. Aber wir wollen ja auch nicht. Denn wir müssen dem Tragosso helfen. Es wurde von Jesse und James entführt. Und alles führt hierher, in dieses Gamer-Paradies. Gucken wir mal. Ob das wirklich so ein Paradies ist. Und eigentlich war das Nebengebäude immer das Gebäude, wo man die Preise abstauben konnte. Irgendwie führt das jetzt aber auch in die Spielhalle rein. Das ist ein schlechtes Zeichen, wenn ihr mich fragt. Ich befürchte fast, die Spielhalle ist mal wieder zensiert. Puh, ich mache eine kurze Pause. Beim Videospielen sollte man grundsätzlich öfter mal ein Päuschen einlegen. Ja, ich merke schon, es ist auch gar keine Spielhalle mehr, sondern es ist eher so eine... Oder doch? Ja, aber du kannst hier Videospiele zocken anscheinend. Arcade Games. Das ist eine Arcade-Halle, glaube ich. Ohoho, ich habe meinen eigenen Highscore geknackt. So kann das gern jeden Tag laufen. Das sind die Saves. Ich liebe dieses Spiel, bei dem man mit einem Pokémon durch die Luft fliegt. Aber im echten Leben einfach abheben zu können, wäre noch viel cooler. Ich hab dich schon verstanden, du musst nicht so durch dein Megafon schreien. Videospiele sind das perfekte Training für die Reflexe. Das stimmt, das ist bewiesen. Mein süßes kleines Stern, du schaut Leuten gerne beim Spielen zu. Oh, da gibt's einige. Meine Zuschauer zum Beispiel. Danke an euch an der Stelle. Da läuft ein Spiel, bei dem ein Pokémon auf einem Surfbrett über die Wellen reitet. Und ich hab's mir schon fast gedacht, man kann selbst nicht spielen. Da läuft ein Spiel, bei dem man viele Pokémon zu einem Ziel lotsen muss. Ah, toll. Hier im Gamer-Paradies sieht man ab und zu etwas zwielichtige Gesellen. Ich frag mich, wer die sind und was sie wollen. Naja, du wirst ja jetzt hier hoffentlich keine Gutmenschen und Friedensnobelpreisträger erwartet haben. Ich meine, das ist eine Spielhalle. Hallo? Ich weiß nicht, was du so für Gedanken hast, aber egal. Da vorne sind Jesse und James. Komm schon. Los, nur noch ein bisschen. Ich hätte es fast geschafft. Auch die sind am Zocken? Warum dürfen wir nicht? Sag mal, Jesse, sollten wir nicht langsam ins Versteck zurückkehren? Was denn? Wir werden doch wohl unsere wohlverdiente Freizeit genießen können. Immerhin haben wir dem Boss vorhin ein astreines Tragosso mitgebracht. Außerdem habe ich schon wieder vergessen, wie die Geheimtür zum Versteck aufgeht. Ach, du musst das Poster untersuchen. Du weißt schon, das Poster mit dem Flugkörper, der so gut zu unserem Namen passt. Ja moin, mehr Noob-Support geht nicht. Und solltest du nicht in der Arena sein? Ey, hast du nichts Besseres zu tun, als hier deine Zeit zu verplempern? Bevor du hier nur rumstehst, solltest du lieber die Arena von Prismana City besuchen.
Die Arenaleiterin Erika mag zwar auf den ersten Blick zurückhaltend erscheinen, in Wahrheit hat sie es aber ganz schön in sich. Sie pflegt eine besondere Verbindung zu ihren Pflanzen-Pokémon, was sie zu einer sehr gefährlichen Gegnerin macht. Ich glaube, hier war an alter Stelle, also in den Originalen, das Poster, das man betätigen musste mit dem Schalter. Jetzt ist das aber offensichtlich hier drüben. Uns sind die Spielmünzen ausgegangen. Übrigens, könntest du es bitte unterlassen, die Wände zu untersuchen? Das gehört sich einfach nicht. Lächerlichste Ausrede aller Zeiten, dass man die Spielhalle nicht verwenden kann. Ihnen sind die Münzen ausgegangen, ist klar. Und warum sitzen dann bitte schön hier noch die ganzen Leute und spielen? So ein Schwachsinn. Ich weiß nicht genau, warum die Spielhalle mal wieder nicht umgesetzt wurde, ob es rechtliche Situationen gegeben hat, wie in der Vergangenheit, oder ob man bocklos war, aber gut finde ich es nicht. Das steht fest. Naja gut, Leute, dann haben wir in dieser Folge Prismania City erkundet und werden in der nächsten mal dieses Poster untersuchen, denn da stimmt ja offensichtlich was nicht. Gibt es wirklich einen geheimen Schalter und wenn ja, wo führt der hin? Das und mehr in der nächsten Folge von Pokémon Let's Go!